wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute spontan überlegt, ich könnte mal wieder ein Q&A hier machen. Habe ich schon länger nicht gemacht. Auf Instagram mache ich das regelmäßig, weil es auch einfach super viel Spaß macht. Und deswegen möchte ich auch gerne ab und zu mal wieder hier auf YouTube Q&As posten. Und vor allen Dingen bietet YouTube natürlich dann auch ein bisschen mehr Spielraum, um die Fragen ausführlicher zu beantworten, würde ich sagen. Ihr habt mir bei Instagram fleißig Fragen gestellt. Ich habe mir für das heutige Video das Thema Familie ausgesucht. Da sind auch immer so ein paar Fragen, die kommen, die ich aber nicht nebenbei mal so beantworten möchte. Oder wo ich auch, wie gesagt, so ein bisschen mehr Spielraum brauche, um die ausführlicher zu beantworten und nicht so schnell und abgehakt darauf zu antworten. Ich habe mich einfach ganz chillig und gemütlich auf die Couch gesetzt und ich habe schon gesehen, ihr habt so viele Fragen gestellt und auch so viele interessante. Das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Also überlege ich, ob ich dann eventuell noch einen zweiten Teil davon mache. Könnt mir ja gerne, wenn ihr euch das Video dann angeschaut habt, gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr noch einen zweiten Teil haben möchtet. Dann würde ich den definitiv für euch abdrehen. Und ich schaue jetzt mal, welche Frage ich mir so rauspicke fürs erste Video. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und jetzt fangen wir mal mit der ersten Frage an, die finde ich ganz gut und da fällt mir auch sofort was ein. Und zwar, welche Macken hast du geerbt aus deiner Familie? Also da fällt mir sofort das Weihnachtsgehen ein, also dass alle so weihnachtsbekloppt sind und dass ich das definitiv geerbt habe. Ihr kennt mich ja jetzt schon ein paar Jahre, also die meisten, die mich schon ein bisschen länger verfolgen. Und ihr wisst, ich liebe Weihnachten über alles. Von mir aus könnte es das ganze Jahr Weihnachten sein. Ja, er würde das jetzt nicht das ganze Jahr stehen lassen. So im Sommer bei 30 Grad ist er jetzt nicht so unbedingt in Weihnachtsstimmung. Da sitze ich dann auch schon mal hier und höre Weihnachtsmusik. Und ich liebe es einfach total. Ansonsten so richtige Macken. Ich glaube, da fällt mir eigentlich nur ein, dass wir alle ziemlich aufbrausend sein können. Also ich kann das schon sehr gut. Meine Mama kann es auch sehr gut. Und meine Oma... Ja, also ich würde sagen, wir können es noch ein bisschen besser, aber meine Oma, die kann es auf jeden Fall auch, wenn die eine so richtig am Schlips tritt, dann ja, geht man am besten auf Seite, da ist die auch so eine kleine Krawallmöhn, sagen wir immer. Da gibt es bestimmt noch Dinge, an die man selber gar nicht denkt, aber das sind so zwei Dinge, ja, also aufbrausend sein und dieses Weihnachtsgehen, was halt voll in unserer Familie drin ist. Die nächste Frage ist, warum bist du bei deiner Oma aufgewachsen? Ich hatte da schon mal so ein kleines bisschen erzählt. Ich glaube, ich habe da tatsächlich auch schon mal so ein eigenes Q&A zugemacht. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und zwar ist meine Mama ziemlich früh Mama geworden, also mit mir. Sie war 18 und ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann war sie 17, als sie mit mir schwanger geworden ist und 18, als ich auf die Welt gekommen bin. Ziemlich früh. Ja, und dann haben sie einfach meine Oma um Hilfe gebeten und meine Oma, die war so, ja, oh mein Gott, mach ich sofort. Und deswegen bin ich halt die meiste Zeit immer bei meiner Oma gewesen. Und das hat auch nichts, also nicht falsch verstehen, das hat auch nichts damit zu tun, dass meine Eltern mich jetzt irgendwie zu meiner Oma abgeschoben haben oder so. Sondern meine Eltern haben bei meiner Oma und bei meinem Opa im Haus gewohnt. Die hatten im Keller eine eigene Wohnung. Die haben zusammengelebt und meine Oma hat halt geholfen, sich um mich zu kümmern. Und ganz ehrlich, ich finde das gar nicht schlimm, denn gut, ich finde es natürlich toll, dass ich bei meiner Oma aufgewachsen bin. Ne? Meine Oma ist mein Ein und Alles. Und ich bin froh über diese enge Bindung zu ihr. Aber ich denke, dass ich es zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich wüsste, ich schaffe es vielleicht nicht alleine aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich auch meine Oma oder meine Mama um Hilfe bitten. Und ich finde es gar nicht schlimm, um Hilfe zu bitten. Und deswegen bin ich dann auch so ein Oma-Kind geworden. Ich habe dann irgendwann selber entschieden, bei meiner Oma zu wohnen und bei meinem Opa, weil einfach das für mich so normal war, weil ich halt dann auch da aufgewachsen bin. Die nächste Frage finde ich ganz interessant, denn ich hatte tatsächlich bei dem Thema vergessen, noch irgendwie was zu sagen. Und zwar, du hast mal erzählt, dass du deinen Vater wieder getroffen hast. Wie kam es wieder zum Kontakt? Also für alle, die mir schon länger folgen, ich habe mal ein komplettes Video dazu gemacht, wo ich über meinen Vater spreche, also weil ich sonst halt Vater sage für meinen Stiefvater. Ich meine halt meinen Erzeuger jetzt, ne? Dann so als Verständnis. Das Video habe ich mittlerweile runtergenommen, einfach weil, als Respekt habe ich es einfach mittlerweile runtergenommen. Ich weiß nicht, ob er hier irgendwas sieht, ob er hier irgendwas mitbekommt oder weiß, was hier so abgeht, aber als Respekt an ihn habe ich einfach das Video runtergenommen. Mein Vater ist halt Schausteller und sehr, sehr viel unterwegs und wenn ich dann mal mit Freunden und Jakob oder so zur Kirmes fahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass ich ihn dort treffe. Und ich habe eine Zeit lang, wo ich den Kontakt selber nicht wollte und einfach auch kein Interesse daran hatte, bin ich eigentlich auch nie da vorbeigegangen. Ich habe versucht, da das halt den Weg zu umgehen und nicht da vorbeizugehen. Ich hatte generell mit ihm nie so ein gutes Verhältnis, weil meine Eltern sich früh getrennt haben
und bei denen auch nicht immer alles super war. Ich kann mich erinnern, dass man früher eine Zeit lang hatte, wo ich alle 2 Wochen Papa-Wochenende hatte. Ich war auch mal in den Ferien 2, 3 Wochen da. Aber an sich war das nie so das Verhältnis. Ich habe mich auch mit der Familie von der Seite nie gut verstanden. Also nie so, dass man jetzt ein enges Verhältnis hätte. Es war halt immer, ja, hallo, wie geht's dir? Und so weiter und so fort. Habe mich da auch nie so richtig willkommen gefühlt. Generell war der Kontakt halt nie gut. Und irgendwann war der halt gar nicht mehr vorhanden. Nach unserer Hochzeit 2016 war der Kontakt gar nicht mehr da. Und irgendwann bin ich mit Jakob und Freunden in Düren auf so einem Fest gewesen. Und da habe ich halt gesehen, dass er da steht. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, was machst du jetzt? Gehst du hinten rum, gehst du gar nicht vorbei, sagst du Hallo? Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? So, du bist mittlerweile erwachsen und du denkst über viele Dinge ganz anders. Ja, und dann bin ich halt einfach da hingegangen. Und habe Hallo gesagt. Das erste Gespräch war so ein bisschen holprig irgendwie. Und wir haben mittlerweile Nummern ausgetauscht. Und wir schreiben ab und zu mal jetzt zu Weihnachten, Neujahr und so weiter. Vor ein paar Tagen haben wir auch nochmal geschrieben. Einfach so, um so ein bisschen up to date zu bleiben. Das ist jetzt nicht die engste Verbindung. Und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Man weiß zwar nie, was die Zukunft bringt, aber ich bin mir halt nicht sicher, wie das so alles in Zukunft sein wird. Und ich bin auch dazu bereit, wenn man sich dann mal sieht, dass man sich unterhält oder von mir aus könnten die uns auch hier mal besuchen kommen. Weil, also mein Vater ist verheiratet, deswegen habe ich gerade gesagt, beide Personen. Und da habe ich echt nichts gegen, aber ich persönlich glaube nicht, dass es eine super, super enge Verbindung wird. Dafür ist einfach in der Vergangenheit zu viel passiert. Ich bin aber offen für Neues, denn ich bin mittlerweile erwachsen. Wie oft siehst du deine Eltern, wenn diese so viel unterwegs sind? Also das mit meinem Vater habe ich ja gerade schon gesagt, dass der relativ viel weg ist und man sich nur dann 2, 3 Mal im Jahr sieht. Bei meinen Eltern, also bei meiner Mama und meinem Stiefpapa ist es so, dass vorher haben wir uns auch nicht viel gesehen, wo wir in Duisburg gewohnt haben. Da haben wir ungefähr 1/4 Stunde entfernt gewohnt und da haben wir uns halt auch nicht viel gesehen, weil die beide LKW fahren. Meine Mama fährt einen 40-Tonner, mein Stiefpapa fährt einen 40-Tonner. Die sind die ganze Zeit unterwegs. Die sind zwar nicht im Fernverkehr und kommen jeden Abend nach Hause oder morgens, halt je nachdem, welche Schicht die fahren. Aber sie sind trotzdem super viel weg und arbeiten ab Tag 15, 16 Stunden. Und sich dann da spontan immer zu sehen, war früher schon schwierig und jetzt natürlich noch schwieriger. Wir haben trotzdem bisher, also letztes Jahr haben wir es super gut geschafft, uns oft zu sehen. Und für dieses Jahr haben wir auch auf jeden Fall Pläne, dass wir uns mindestens einmal im Monat sehen und dass wir mal dorthin fahren, dass sie mal nach hier kommen. Und meistens sind wir dann immer ein ganzes Wochenende entweder da oder die sind ein ganzes Wochenende hier. Und die freuen sich auch immer, wenn sie nach hier kommen können. Die sind immer super gerne hier bei uns in der Eifel. Und das freut mich natürlich auch sehr. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel nebeneinander wohnen und die sehen sich wochenlang nicht. Also deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass man sich alle 4, 5 Wochen dann mal sehen kann. Kommen wir mal zu einer Frage, die ich jetzt öfter gestellt bekomme und ich habe das Thema halt nur mal angeschnitten, deswegen ist das klar, dass da viele neugierig sind. Und zwar hat zum Beispiel jemand gefragt, wie feiert ihr zum Beispiel Weihnachten, wenn ihr keinen Kontakt zu Jakobs Bruder habt? Wird da gestritten, weil wegen seinen Eltern und so weiter und so fort? Oder warum habt ihr keinen Kontakt und so weiter und so fort? Aber ich möchte auch nicht zu viel von sagen, also glaubt es mir, wenn es nach mir gehen würde, würde ich euch so viele Dinge erzählen, da würden 5 Videos nicht reichen. Das mache ich nicht und zwar nicht, weil ich es selber nicht möchte, sondern einfach, weil ich Respekt vor Jakobs Eltern habe. Mir geht es da einfach um Respekt für die beiden und ich mag meine Schwiegereltern sehr gerne. Ich habe die super lieb und deswegen würde ich nie hier irgendwie was sagen, was die beiden vielleicht verletzen oder irgendwie, ne, was die nicht gut finden könnten, sagen wir mal so. Also was jetzt das Thema Familie angeht speziell. Wir haben jetzt seit 1 Jahr und ein paar Wochen keinen Kontakt mehr. Es sind einfach super viele Dinge passiert, die sehr unschön waren. Ich möchte da auch keine genauen Dinge sagen, weil ne, das hat auch so ein bisschen was mit Privatsphäre dann noch zu tun. Es sind einfach Dinge passiert, die unverzeihlich sind und die einfach nicht gehen. Wir sind wirklich, auch bei unserem Umzug fing das alles schon an und der war ja vor 1,5 Jahren. Wir haben über so vieles hinweggesehen. Wir haben so viel getan und so viel auch Leute in Schutz genommen, haben Dinge gesagt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, um andere Leute zu schützen und haben da dieses falsche Spiel so ein Teil mitgespielt. Einfach, weil man dachte, ja, ne, ist halt Geschwister und dies und das und man muss dazu stehen und also man muss denen beistehen und so weiter und so fort. Also dagegen, in unserer Familie gingen so super viele kranke Dinge ab. Ich sage ja, wenn ich das mal erzählen würde, also da würden 5 Videos nicht reichen, was hier so abging. Auf jeden Fall wurde das dann nach unserem Umzug hier einfach nur noch schlimmer. Für Jakob war leider, muss ich sagen, schon länger klar,
dass es so kommen wird und für mich persönlich nicht. Hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise bin ich diese knallharte Person, die Kontakt zu Menschen abbricht, wenn sie mir halt, ne, wenn es reicht irgendwann. Aber in dem Fall war es Jakob, der gesagt hat, ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Und das hat mich schon gewundert. Irgendwie habe ich wahrscheinlich auf den abgefärbt oder so, was halt diese Einstellung angeht. Dann war, ich glaube, 3-4 Tage vor Weihnachten, und zwar 2021, da war so eine Sache. Also das war so der ausschlaggebende Punkt, aber nicht wegen der Sache an sich, sondern einfach, weil das Fass zu Überlaufen gebracht wurde. Das Fass war einfach voll und es ist übergelaufen und die eine Sache hat es dann einfach nur noch bestätigt, dass das einfach so nicht mehr funktioniert. Es gibt so zwei Seiten, zum Beispiel Jakobs Eltern wurden halt auch sehr schlecht behandelt und Jakob war da auch immer so zwischen den Stühlen und so weiter. Er wusste nicht so, auf der einen Seite ist die Partei, auf der anderen Seite sind meine Eltern. So, ne, was mache ich jetzt? Zu wem halte ich jetzt? Und das war wie so ein Zwiespalt, das war nie so ein Zusammenhalt. Dann hat, wie gesagt, diese eine Sache das fast zum Überlaufen gebracht und Jakob hat halt gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte das nicht mehr, für mich ist das jetzt hier vorbei. Und ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Entscheidet das für euch selber, aber ich bin raus. Und ich habe natürlich sofort hinter ihm gestanden, habe gesagt, okay, wenn du das so willst, ich sehe das genauso und dann machen wir das halt so. Und um auf die Frage dann nochmal einzugehen, wie das zum Beispiel an Weihnachten ist. Wir verbringen Heiligabend alle zusammen, bis halt auf diese zwei Personen, die nicht mehr zu unserem Leben gehören. Und wir haben das direkt offen kommuniziert. Falls jetzt zum Beispiel jemand dann nicht kommen möchte, dann ist das dem seine freie Entscheidung. Aber es ist auch unsere Entscheidung, wer in unser Haus darf, also in unser Zuhause kommen darf und wer nicht. Wir verbringen alle Heiligabend zusammen, meine Familie, Jakobs Family. Und was mit den anderen zwei Personen ist, wie die sich an Weihnachten sehen, das ist mir egal, denn das ist ja auch nicht meine Entscheidung und ich habe damit nichts zu tun. Falls jetzt zum Beispiel Heiligabend oder so von jemand anderem dann kam, ja, wir sind da eingeladen, dann ist das zum Beispiel so und dann ja, müssen die Leute halt das tun, was sie für richtig halten oder dahin gehen, wo sie halt hin möchten. Da wäre ich auch niemals böse, denn es ist ja immerhin noch Familie, also für die anderen und deswegen ist das für uns absolut kein Problem. Da wird auf jeden Fall nicht gestritten. Wir hatten weder 2021 noch jetzt letztes Jahr irgendwie Streit oder Probleme. Hat alles reibungslos funktioniert. Die genauen Gründe, wie gesagt, die möchte ich einfach nicht sagen aus Respekt. Und es ist halt nun mal so, es geht uns auf jeden Fall besser. Und die Hauptsache ist einfach, dass es uns besser geht. Wir sind super happy, wir sind super froh und wir haben auch nicht vor, das alles in der nächsten Zeit zu ändern. Für uns ist das einfach besser gewesen, das merkt man in so vielen Lebenslagen. Da musste ich mal ganz schnell den Akku wechseln, wenn man so lange quatscht, dann ja. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt noch zwei kleine Fragen. Ich habe ja jetzt ziemlich ausführlich die Fragen bisher beantwortet. Dann beantworten wir jetzt nochmal zwei kleine Fragen und dann werde ich definitiv einen zweiten Teil davon machen, denn ihr habt auf jeden Fall so viele gute Fragen, aber man merkt, ne, man kommt gar nicht hinterher, wenn man alles gut beantworten möchte. Nehmen wir mal diese Frage und zwar, was hat deine Oma früher gemacht? Meine Oma war Hutmacherin. Richtig cool, denn zum Beispiel Jakobs Tante, die hat das tatsächlich auch gelernt, Hutmacherin. Finde ich richtig cool. Ich glaube, früher hieß das Modistin. Oder vertausche ich das jetzt? Ich hoffe nicht und das ist super peinlich dann. Meine Oma hat Friseurin gelernt und sie schneidet mir auch immer noch die Haare. Ich liebe das total, wenn meine Oma das macht, weil die einfach immer noch so viel von ihrem Handwerk versteht. Und die hat schon immer allen bei uns in der Familie die Haare gemacht, auch schon Freunden von mir und so. Oder Jakobs Family hat sich schon die Haare geschnitten. Und ich finde das so cool, weil sie da immer noch super drin ist. Sie hat ihren Umhang und ihre professionelle Friseurschere und so weiter und so fort. Und ist da immer noch richtig drin. Und das mit 75, also finde ich auf jeden Fall cool. Und sie hat da auch immer noch Spaß dran. Und ich finde das wirklich toll. Die Frage finde ich auch interessant. Und dann nehmen wir die mal als letzte Frage. Und zwar, wie gehst du damit um, wenn du jemanden triffst, mit dem du bewusst keinen Kontakt hast? Tatsächlich dachte ich, nehme ich die Frage jetzt, weil das vor kurzem passiert ist im Supermarkt. Ich hatte irgendwie, muss ich ehrlich sagen, das ist manchmal wie so ein siebter Sinn. Ich verstehe nicht, wieso oder warum ich das manchmal habe. Aber tatsächlich an dem Tag hatte ich wie so einen siebten Sinn. Und als wir dann auf dem Parkplatz standen und aus dem Auto gestiegen sind, hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, heute läufst du irgendjemandem über den Weg, den du gar nicht abhaben kannst oder den du schon lange nicht mehr gesehen hast oder sowas. Und tatsächlich sind wir dann in den Laden rein. Und ja, da sind mir dann
zwei Menschen über den Weg gelaufen, mit denen ich halt keinen Kontakt habe. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt auch, wer gemeint ist. Es ist so, dass ich dann einfach tatsächlich weitergehe. Ich mache da gar keinen riesen Fass auf. Manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe oder schlechte Laune, dann würde ich das gerne mal machen und den ganzen Laden dann auf den Kopf stellen. Aber das mache ich natürlich nicht, sondern versuche mich dazu benehmen. Aber mal Spaß beiseite, ich gehe tatsächlich einfach weiter. Wenn ich jetzt irgendwo jemanden sehe, mit dem ich echt keinen Kontakt habe, dann juckt mich das halt eigentlich nicht. Es ist zwar dann komisch, klar, jemanden dann zu sehen, ne, und nicht zu sagen, mit dem du vorher voll viel Kontakt hattest und dich super verstanden hast. Und das ist super traurig. Und ihr wisst wahrscheinlich jetzt direkt, um wen es geht, denn die Frage hatten wir ja eben schon. Ich würde da manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, wie gesagt, auch gerne mal irgendwie was sagen und meiner Luft, also meiner schlechten Laune oder meiner Wut, die ich teilweise noch leider habe, würde ich gerne mal Luft machen. Aber das mache ich natürlich auch jetzt nicht in der Öffentlichkeit, im Supermarkt oder so. Also das macht man jetzt auch nicht. Das würde ich gerne privat mal machen und so richtig loslegen. Wenn die andere Partei, die ich dann da sehe, irgendwie zu mir kommen würde und würde Hallo sagen, dann würde ich auch leider dran vorbeigehen und nichts sagen. Weil diese gefakte Freundlichkeit oder dieses gefakte, da hätte ich auch einfach keine Lust drauf. So, wenn ich mit jemandem keinen Kontakt habe, dann habe ich keinen Kontakt. Und dann sage ich auch in der Öffentlichkeit nicht gefaked, Hallo, oh, wie geht's dir und hast du nicht gesehen? So, das wäre nichts für mich. Nee. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Das Thema Familie ist wirklich sehr komplex. Und ich habe das jetzt auch an den Fragen zum Beispiel gemerkt. Zweiter Teil kommt definitiv. Also ich finde das super spannend. Übrigens, sorry, dass ich die ganze Zeit in meinen Haaren bin. Wenn die offen sind, dann muss ich die ganze Zeit irgendwie die zurecht machen und hast du nicht. Deswegen habe ich die nie offen. Aber gut, die waren so richtig on fleek nach dem Duschen. Deswegen habe ich die direkt mal so gelassen. Ich wollte jetzt einfach zum Abschluss nochmal sagen, das Thema Familie ist wirklich sehr schwierig. Jeder hat da eine andere Meinung, jeder hat da eine andere Auffassung, jeder würde es anders machen. Und ich finde es trotzdem immer spannend, mal darüber zu sprechen und einfach mal so ein paar Dinge anzusprechen. Man muss ja auch nicht immer alles totschweigen und ich finde, ich habe es trotzdem eigentlich ganz gut gemacht. Viele Dinge verrät man natürlich nicht, weil Privatsphäre muss sein. Und ich habe ja auch gesagt, mit Respekt gegenüber anderen Menschen, die damit auch drin hängen und auch was damit zu tun haben, würde ich halt nie super private Dinge erzählen, einfach weil ich das selber auch nicht wollen würde, wenn das jemand anderes macht. Und deswegen habe ich da einfach einen großen Respekt. Und wollte aber trotzdem einfach so ein paar Dinge mal erzählen, weil auch viele Fragen immer kommen. Und im zweiten Teil werde ich das genauso ehrlich beantworten, wie ich das jetzt gemacht habe. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken in die Kommentare. Aber wie gesagt, bleibt freundlich, denn jeder hat eine andere Wahrnehmung. Jeder hat einen anderen Familienhintergrund und jeder hat andere Familienprobleme. Die hat jeder, also in keiner Familie läuft es perfekt und bei uns natürlich auch nicht. Aber man muss alles ein bisschen auch nach einer Weile mit Humor nehmen und einfach sein Ding machen. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!